Hallo, Koch mit Olli, erste Folge. Ich habe eine super Erfindung gemacht. Und zwar habe ich Hunger gehabt irgendwann und dann habe ich mir gedacht, so, ich habe keine Zeit mehr lange was zu kochen. Ich habe irgendwie auch keine Idee, was ich mir lange kochen könnte. Will ich überhaupt irgendwas kochen? Nein. Hab ich mir geguckt, was habe ich hier auf der Vorräte hier? Und dann habe ich gedacht, so, ne, nehmen wir mal so eine handelsübliche Beefy Salami. Schmeckt ja ganz gut, alleine aber ein bisschen zu wenig. Dann habe ich mir gedacht, Brötchen habe ich ja auch noch. Dann machen wir mal das schnellste Beefy Hotdog der Welt. Und das zeige ich euch gleich. So soll das Ganze einmal aussehen. Warm gemacht wird da gar nichts, weil die Beefy, die isst man ja auch nicht warm. Die isst man normalerweise direkt aus dieser Tüte raus. Das ist aber ein bisschen zu wenig gewesen. Deswegen dachte ich mir, Mensch, mach doch mal einen Hotdog. Und ich habe ein Brötchen gefunden, was irgendwie lecker war. Das ist so ein Aufbackbrötchen, was man irgendwo bei Penny oder Aldi oder irgendwo kriegt. Soll diese Schrippenform sein und von daher ist das dann mit dem Einschneiden ein bisschen leichter. Ketchup-Senf verleiht dem Ganzen ein bisschen mehr Pep und das Brötchen im Magen ein bisschen mehr Füllstoff, ist ganz klar. Und im Mund wird das ganze Ding zusammen zu einer richtigen Geschmacksexplosion. Mir läuft schon das Wasser im Mund wieder zusammen. Wie das Ganze gemacht wird in circa 20 Sekunden, das zeige ich euch jetzt. Erstmal die Zutaten. Wie schon eingangs erwähnt, ohne Brötchen geht hier gar nichts. Das ist so ein normales Aufbackbrötchen, was du irgendwo bei Penny, Aldi, sonst wo kriegst. Schrippenform, Koppenrad und wie so unsere Goldjungs, wie sie alle heißen, eignen sich dafür. Es sollte möglichst relativ frisch sein, weil von gestern, das wird ein bisschen hart, soll ja auch nicht im Mund gleich kratzen. Ne? Wir machen es ja, wie gesagt, nicht heiß und deswegen wird das auch so hart bleiben, wie du es denn geschnitten hast. Ketchup und Senf sind die wichtigsten Freunde bei diesem Hotdog. Normalerweise ist da ja auch noch ein bisschen Zwiebel drauf oder ein saures Gürkchen. Das schenken wir uns jetzt hier. Deswegen nehmen wir einen guten Senf und einen guten Ketchup. Ihr wisst ja selber, was euch so schmeckt im Haushalt. Ich habe jetzt hier den Heinz Ketchup genommen und den Kühne Senf. Ihr könnt auch einen Bautzner und einen Aldi Ketchup nehmen. Völlig Wurst. Das schmeckt alles. Der Star dieser Veranstaltung ist natürlich die Beefy Salami. Ich habe eine Beefy genommen. Du kannst natürlich auch eine nachgemachte nehmen. Die schmecken wahrscheinlich ähnlich, aber der urtümliche Geschmack der Beefy, der ist schon da. Ich mag es sogar ganz gerne, wenn die nicht wirklich so super frisch aus dem Laden ist, sondern so ein paar Tage schon gelegen hat. Natürlich nicht geöffnet. Die wird dann irgendwie ein bisschen härter. Manchmal, wenn die ganz frisch sind, dann sind die noch sehr, sehr, sehr weich. Dann mag ich sie nicht so gerne. Aber wenn sie ein bisschen härter sind, so harte, knackige Salami, so, boah, schmeckt. Hier habe ich mal schon mal unsere Vorräte, also unsere Zutaten hingestellt. Eigentlich ist immer dieses Brötchen in dieser Form, weil du hast hier so eine Schnittkante, die kannst du wunderbar übernehmen. Jetzt ist hier das ein bisschen unförmig, aber wir machen einmal ganz schnell einen Hotdog. Dafür teilen wir das einmal so durch. Wir schneiden es einmal vorsichtig an den Seiten ein. So, wir sind schon fast fertig. Jetzt, er ist ja schon ein bisschen leer hier, weil ich schon so viele Hotdogs gegessen habe, kommt hier ein Streifen Senf hinein. Oh, muss man schon aufpassen mit Senf. So, dann packen wir eine Beefy Salami aus. Das Coole ist, das Brötchen hält diese Salami von selbst. Dann nehmen wir die zweite Salami, klippen die hier auch ein. Zack. Dann gibt es etwas Ketchup. Aus der Riesenbuddel. Einfach noch ein bisschen rüber hier. Und fertig ist das schnellste Hotdog der Welt. Und das Ding ist auch noch lecker. Miam, miam. Guten Appetit.